Das Schönste am Priestertum für mich ist, denke ich, dass ich, man wird immer nie für sich selbst geweiht, sondern man wird immer geweiht für die Menschen. Und die schönste Erfahrung eines Priesterlebens ist es, wenn man sieht, dass Menschen zu Christus geführt werden, dass Menschen von seiner Liebe ergriffen wird, was menschlich gesehen nicht möglich ist, sondern immer ein Werk Gottes. Und wenn man das miterleben darf als Priester, in dem, was man eben für die Menschen tut, wirkt in Stellvertretung Christi, dann ist das, denke ich, das Schönste für mich.